Celsius S24 plus. Quatsch! Darf ich vorstellen? Celsius plus S24 Prisma von der Firma Fractal Design. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die habe ich mir zugelegt. 159 Euro, glaube ich. Oder ja, knapp 160 Euro. Ja, und da will ich doch mal schauen, ob die mein 9300X tiefer runterkühlt als die jetzige, die ich drin habe. So, ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal, ob auch alles drin ist und dann baue ich sie mal ein. So, User Guide, okay. Ja. Naja, 12 Volt, 2000 Drehung. Okay, inklusive Wärmeleitpads. Ja, ob das wirklich was taugt. Okay, Schläuche sind ziemlich biegsam, weil von meiner jetzigen, die drin ist, da sind die Schläuche ziemlich steif und da macht sie das Verlegen auch ziemlich schwer. Und hier über den Hygiene, also da kann man schön rundherum leiern. Schade, dass es die nicht in Weiß gibt. Also ich habe sie nicht gefunden. Also ich hätte sie gerne in Weiß gehabt, aber naja, kann man nichts machen. Der Pumpenkopf, beziehungsweise von der Kopf vom Block ist aus einer Glasoberfläche, aus Glas und Drehbar, genau, dass sie einstellen, automatisch, manuell. Okay, das bin ich ja mal gespannt. Das ist auch ziemlich leichtgängig. Ja, okay. Hier haben wir den Fan-Hub. So, das kommt aus Memos. Okay. Und hier kann ich die Lüfter anschließen und schon habe ich nicht zusätzlich noch Kabel vom Mainboard zu den Lüftern, genau. Installation, wie genauso wie jeder andere Akku auch. Ich musste nur das Mainboard rausbauen, da ich die originale Backplate einbauen musste. Für die zwei schwarzen Plastikklammern oder die Haken, wie auch immer das sind. So, und ein nettes Feature ist halt der Pumpenkopf. Jetzt steht es auf Auto, dreht man es im Uhrzeigersinn auf PWM. Wird Lüfter und Pumpe vom Mainboard her gesteuert. Dreht man zurück. Regelt es die Waki selbst. Ich glaube, es geht nach der Wassertemperatur. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Ja, ich selbst lasse es immer auf PWM. Ich regle es gerne vom Mainboard aus. Jetzt habe ich es aktuell auf Fullspeed stehen. Da wird man auch mal die Lautstärke gehört. Und so laut sind sie nicht. Die laufen jetzt auf 2000 Umdrehungen etwa, die Lüfter. Die Pumpe bis zu 3600 Umdrehungen angeblich. Also ja, laut Umdrehungssensor wird mir 2700 angezeigt. Ja. Ansonsten, letztes Feature kann man nutzen, muss man aber nicht. So, wenn wir uns die Temperaturen jetzt anschauen, dann sehen wir ja deutlichen Unterschied. Also im Idle mit der LQ 240 42 Grad und der S24 38,2 Grad. So, im Cinebench 83 Grad mit der LQ 240 und der S24 Prisma 74,9 Grad. Und jeden Test hatte ich dreimal laufen lassen. Und das sind dann die höchst gemessenen Werte, die ich erreicht hatte jedes Mal.
So ein Time Spy Extreme CPU-Test, 79,4 Grad bei der LQ240 und 69,9 bei der S24 Prisma. Oh. Und dann in Shadow of Dawnbreeder hatte ich 70,8 Grad erreicht mit der LQ240 und mit der S24 Prisma 63,6 Grad. Also kann man sagen, also 5 bis 10 Grad auf jeden Fall im Durchschnitt kühler. Und das bei einer CPU-Taktrate auf allen Kernen mit 4,2 GHz bei 1,325 Volt. Fantastisch. Okay, also wenn ihr jetzt mal auf einer Suche seid nach einer All-in-One, diese kann ich empfehlen. Also ich bin begeistert. Und gut, also 159 Euro ist auch nicht recht günstig, aber das Geld auf jeden Fall wert. Dann danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.